Trauer um Schlagerlegende Toni Marshall. Der Musikstar ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das teilte seine Sprecherin mit. Demnach sei Marshall bereits am 16. Februar gestorben. Während er seinen Geburtstag vor einer Woche im engsten Familienkreis feierte, wuchs die Sorge um ihn bei Fans die letzten Monate rasant an. Vor allem die Gesundheit spielte lange nicht mehr so mit, wie Toni Marshall sich das vorgestellt hatte. Er hatte einen Herzschrittmacher und lebte laut der dpa mit der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die seinen Bewegungsdrang einschränkte. Auch mit Corona hatte sich der Senior zweimal in den letzten Jahren infiziert, musste sogar im Krankenhaus behandelt werden. Toni Marshall brannte sich mit seinen Schlagerhits wie Schöne Maid oder Ich fang für euch den Sonnenschein ins kollektive Gedächtnis der Deutschen ein. Nun trauern Schlagerfans um ihr geliebtes Idol. Privat war er Familienmensch. Der Vater dreier Kinder, Opa und Uropa, war seit Jahrzehnten mit seiner Jugendliebe Gabi verheiratet.